Hier ein Beispiel für eine ACTIS-Konfiguration. Geben Sie zunächst den Namen des Angebots ein. Wählen Sie eine Lösung. Und wechseln Sie in den Konfigurationsmodus. Im Zentralbereich unter Teilnehmeranschlüsse Sprache definiere ich digitale User, UA-User, Analog-User und unter Voice-over-IP entsprechend die IP-Benutzer. In unserem Beispiel konfiguriere ich einige DECT-Basisstationen, DECT-Teilnehmer und schließlich noch einige digitale Amtsleitungen, in unserem Beispiel T0-Basisanschlüsse. Dann lege ich einen Peripheriestandort an. Geben Sie dazu einen entsprechenden Namen ein. Unter Sprache können Sie wieder Digital-User und Analog-User für diesen Peripheriebereich konfigurieren. An dieser Stelle die IP-User und schließlich auch in diesem Peripheriebereich einen Amtsanschluss, auch hier einen T0. Als COM-Server wähle ich einen Appliance-Server, der mit einem zweiten Server gesichert wird. Über die Schrankansicht kann ich mir die Beispielkonfiguration anschauen und über Preisermittlung kann ich mir die Positionslisten mit Sachnummern und WPL-Preisen betrachten. Diese Liste kann auch in eine Excel-Tabelle exportiert werden. Sichern Sie das Angebot und somit wäre eine erste Konfiguration abgeschlossen.